Nahen Osten befindet sich eine Stadt, überaus geliebt und lang ersehnt. Für viele war sie der Mittelpunkt der Erde. Jerusalem. Auf den Spuren Jesu ist eine Serie von 14 Folgen, um das Leben des Messias und die Ereignisse, die mit seinem Tod verbunden sind, besser zu verstehen. Nach dem schrecklichen Leidensweg, den Jesus zurücklegen musste, kam er schließlich nach Golgatha, dem Ort, an dem er gekreuzigt werden sollte. Über Golgatha lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 17, dass sich die Stätte der Kreuzigung nahe der Stadt befunden habe. In Hebräer Kapitel 13, Vers 12 heißt es, er habe außerhalb des Tores gelitten. Matthäus Kapitel 27, Vers 39 formuliert, dass es ein Ort war, an dem das Volk vorbeiging. Der Überlieferung zufolge befand sich der Ort der Kreuzigung an der Stelle, an der sich heute die Grabeskirche in Jerusalem befindet. Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin des Großen, verkündete im Jahr 325, sie habe den Ort des Golgathas gefunden. Helena glaubte auch 45 Meter davon entfernt, den Ort des Grabes Jesu aufgespürt zu haben. Bereits ein Jahr danach gab Konstantin ihr Sohn den Bau der Kirche in Auftrag, die heute als Grabeskirche bekannt ist. An derselben Stelle hatte der römische Kaiser Hadrian einen Tempel für die Göttin Venus oder Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe, errichten lassen. So sollte die Erinnerung an wichtige Orte des Christentums ausgelöscht und der Ort mit heidnischen Kulten besetzt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse durch Restaurierungs- und Ausgrabungsarbeiten in der Grabeskirche zwischen 1973 und 1978 stützten die Annahme, dass das Areal ursprünglich ein Steinbruch war, in dem bis ins 1. Jahrhundert vor Christus weißer Kalkstein abgebaut wurde. Die Überreste dieses Steinbruchs befinden sich heute innerhalb der Kapelle der heiligen Helena in der Grabeskirche. Ein 7 Meter langer, 3 Meter breiter und 4,8 Meter hoher Felsen ist von der Kapelle eingefasst. Dieser wird traditionell als letzter Überrest von Golgatha angenommen. In der Grabeskirche soll sich auch das Grab Jesu befunden haben. Wie wir sehen, ist dies ein Ort, zu dem viele gläubige Christen immer wieder pilgern. Das Gelände des aufgefundenen Steinbruchs wurde um die Zeitenwende als Garten genutzt. Dies untermauert die Annahme, dass dieser Ort, auch wenn er heute innerhalb der Stadtmauern liegt, zur Zeit Christi außerhalb der Stadt lag. Kalvarien oder Golgatha, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nach den Evangelien ein Ort direkt außerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Der Begriff Golgotha ist eine Transliteration des griechischen Golgotha. Seine Etymologie basiert auf der hebräischen Wurzel Gimel Lamel Lamel, von der das hebräische Wort Gulgolet abgeleitet ist, das Schädel bedeutet. In Lukas Kapitel 23, Vers 33 wird der griechische Begriff Kranion verwendet, Schädel, um diesen Ort zu bezeichnen. Die Übersetzer wählten in den Evangelien von Matthäus und Markus für den altgriechischen Begriff Kranion Topos Schädelstätte. In der Vulgata wurde diese Bezeichnung mit dem Begriff Kalvarie, Locus, übersetzt, wovon sich das Wort Kalvarien ableitet. Die Übernahme der lateinischen Form hat eine lange Tradition für die Bibelübersetzungen in mehrere Sprachen im lateinischen Einflussbereich. Im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 19, Vers 17, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Durch die Beschreibung im Johannesevangelium schlussfolgern manche Forscher, dass auch ein anderer Ort als Golgatha oder Kalvarienberg lokalisiert werden könnte. Ein 1842 veröffentlichter Artikel verortet die Schädelstätte im Norden Jerusalems, ganz in die Nähe des heutigen Damaskustores. Diese Annahme beruht auf den Forschungen des deutschen Gelehrten Otto Tenius, der vermutete, dass es sich bei dem Felsen mit dem Schädelgesicht um den Hügel Golgatha handeln könnte, dem Ort der Kreuzigung Jesu.
Hier können wir erkennen, dass diese Klippe auch heute noch Löcher aufweist, die an Augenhöhlen erinnern und dem Felsen ein Gesicht zu geben scheinen. Oberhalb der Klippe befindet sich bis heute ein Gräberfeld. Ohne Zweifel lag dieses Gebiet außerhalb der Mauern Jerusalems. Auch haben wir einen stark frequentierten Platz an der Straße nach Damaskus. Zur Zeit Christi befand sich in dieser Gegend das Fischtor in der Stadtmauer, durch das viele Menschen zum Markt in die Stadt gingen und es auf dem Weg in den Norden Israels durchschritten. Erinnern wir uns an den Bericht im Matthäusevangelium, dass die vorbeigehenden Menschen an diesem Ort spotteten. Die römischen Machthaber praktizierten die öffentliche Kreuzigung. Dafür wurden viel besuchte Plätze und Wege, die stark frequentiert wurden, gewählt. Dadurch sollte Angst und Schrecken vor der römischen Macht geschürt werden. Ganz in der Nähe des Ortes, der als Golgatha oder Kalvarienberg bekannt ist, wurde 1867 ein in den Felsen gegrabenes Grab gefunden, das aus dem 1. Jahrhundert stammt. Dieser Ort befindet sich nördlich von Jerusalem, etwa 100 Meter von der Stelle entfernt, an der die Löcher im Felsen zu sehen sind, die als Schädelberg bezeichnet werden. Bei diesem Grab könnte es sich auch um das von Jesus handeln, so eine These. Nur Menschen der gehobenen Gesellschaftsschichten standen in Felsen gegrabene Bestattungsplätze zur Verfügung. Verschiedene archäologische Ausgrabungen im Gebiet um den Schädelfelsen ergaben, dass sich an der Stätte des Grabes ein Hain oder Garten befand. Eine Presse zur Herstellung von Traubensaft wurde geborgen und eine Höhle, aus der Wasser für den Garten geschöpft wurde, konnte freigelegt werden. Die Beschreibung im Johannesevangelium 19,41 kann auch für diesen Ort sprechen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Funde im sogenannten Gartengrab lassen die Interpretation zu, dass dies der Ort des Grabes gewesen sein könnte, in das der Leichnam Jesu gebettet wurde. Lasst uns gemeinsam in ein Felsengrab gehen, das ganz in der Nähe des Schädelfelsens gefunden wurde. Die Gruft verfügt über mehrere Kammern. Vom Eingang des Grabes her gelangt man in die Trauerkammer, ein Raum für die Trauernden. Auf der rechten Seite führt eine niedrige Schwelle zu den Gräbern. Hier befindet sich links der vollendete Loculus oder eine Nische, wo der Leichnam Jesu 3 Tage gelegen haben könnte. Auch die beabsichtigte Ausrichtung des Leichnams ist zu erkennen, da die Form eines Kissens in den Felsen geschnitten wurde. Dort könnte der Kopf Jesu geruht haben. Auf der rechten Seite sehen wir einen sogenannten unvollendeten Loculus. Die Felsmasse am Fuße dieses Loculus bzw. dieser Nische wurde noch nicht so bearbeitet, dass ein rechter Winkel entstand. Dies zeigt, dass das Grab noch nicht vollständig fertiggestellt und damit neu war. Dies ist ein wichtiges Detail, denn in Johannes Kapitel 19, Vers 41 heißt es, dass Jesus in ein neues Grab gelegt wurde, in das noch niemand gelegt worden war. Links neben dem Eingang des Grabes ist eine Schiene zu erkennen, die als Führung für den Stein diente, der den Zugang des Grabes verschloss. Dieser muss ein sehr großer Stein gewesen sein, der sowohl den Eingang als auch ein kleines Fenster rechts daneben bedeckte. Fassen wir zusammen. Dieses Grab befindet sich in einem Garten. Es weist Anzeichen dafür auf, dass es ein neues Grab ist, da es unvollendet ist. Aus dem 1. Jahrhundert stammend ist dieses Felsengrab der Bestattungsort für eine Person, die einen gehobenen gesellschaftlichen Rang bekleidete. All diese Indizien stimmen mit den biblischen Aufzeichnungen überein. Auch wenn nicht zu 100% gesichert sein kann, dass es sich hier um das Grab Jesu handelt, so vermittelt das Gartengrab doch ein klares Bild davon, wie die Gräber zur Zeit Jesu angelegt waren. Nun, wir befinden uns an einem Ort im Norden Jerusalems, an den oberen Hängen des Berges Moria. Diese Stätte wird das Gartengrab genannt. Sie liegt außerhalb der Altstadt Jerusalems nahe der alten Stadtmauer. Auch zur Zeit Jesu befand sich dieser Ort außerhalb des von der Stadtmauer umringten Bereiches. Der Garten liegt auf einem felsigen Hügel, der von seinem Fuß aus betrachtet in der Felswand die Form eines Schädels erkennen lässt. Einige Forscher glauben, dass es sich um Golgatha handeln könnte, der Schädelstätte, an der Jesus gekreuzigt wurde.
In diesem Areal befand sich in der Zeit der Römer, also auch zur Zeit Jesu, ein Weingarten. Hinter mir ist das Grab zu sehen. Viele Menschen glauben, dass dies das Grab ist, in das der Leichnam Jesu gelegt wurde. Nun, der Hügel ist heute als Schädelhügel bekannt. Wenn es sich hier tatsächlich um den in der Schrift erwähnten Ort der Kreuzigung handeln sollte, wäre anzunehmen, dass die Kreuzigung nicht auf dem Gipfel stattfand, denn hier führte keine Straße hinauf. Diese verlief am Fuß des Hügels entlang, weit unterhalb des Gartens, dass die Römer Menschen an den Straßen kreuzigten. Es ist durchaus möglich, dass die Kreuzigung Jesu an der Stelle stattfand, an der sich heute der Busbahnhof befindet. Wir können es nicht mit Sicherheit wissen, aber es ist eine Möglichkeit. Zur Zeit Jesu, während der römischen Besatzung, lag dieses Gebiet außerhalb der Stadtmauern im Norden von Jerusalem, ganz in der Nähe des Damaskustores. Eine römische Straße führte vom Norden herkommend durch das Damaskustor in der Stadtmauer. Wenn wir also den Charakter eines Ortes bedenken, den die Römer als Kreuzigungsstätte wählten, dann entspricht die Lage dieses Ortes deren Anforderungen. Die biblische Beschreibung verortet die Kreuzigungsszene außerhalb der Stadtmauern an einen Ort namens Golgatha oder Schädel. Unmittelbar daneben befand sich ein Garten. Der Verlauf der Stadtmauern änderte sich durch viele Zerstörungen und einen mehrfach veränderten Wiederaufbau. Wir wissen aber, dass sich dieser Ort zur Zeit Jesu außerhalb der Stadtmauern befand, genauso wie heute. Das Grab ist mindestens 2000 Jahre alt und es handelt sich um ein jüdisches Grab mit einem rollenden Stein. Das Gartengrab entspricht der biblischen Beschreibung des Grabes, in das der Leichnam Jesu gelegt wurde, dem Grab des Josef von Arimathäa. Das beweist noch nicht, dass dies tatsächlich die Ruhestätte des Leichnams Jesu war, aber es gibt einige auffällige Ähnlichkeiten mit der Beschreibung im Evangelium. Es ist aus dem Felsen gehauen, es ist ein Grab, keine Höhle. Es ist das Grab eines reichen Menschen. Die Beschaffenheit des Grabmals deutet eher auf eine reiche Familie als einen gewöhnlichen Menschen. Es ist ein Grab mit einem rollenden Stein. Aufgrund der Größe können wir sagen, dass dieser Bestattungsort offensichtlich für eine Familie gemacht wurde. Es ist eine Krypta, die für eine wohlhabende Familie bestimmt war und kein großes gewöhnliches Grab, das oft benutzt werden würde. Das Gartengrab entspricht also der biblischen Beschreibung eines Grabes, das einem reichen Mann gehörte und für ihn und seine Familie bestimmt war. Wer durch den Eingang in die Gruft geht, kommt in den Vorbereitungsraum. Hier wurde der Leichnam für die Bestattung vorbereitet. Nach rechts blickend sehen wir den Bestattungsraum, in dem der Leichnam aufgebahrt wurde. Die Gelter im Garten hier wurde, glaube ich, vor 90 Jahren entdeckt. Dies könnte folgende Vermutung bestätigen. Ein Garten, in diesem Fall ein Weingarten, verband das Gartengrab mit der Schädelstätte. Die Bibel sagt eindeutig, dass an dem Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, ein Garten lag und in dem Garten gab es ein Grab. Die Kelter deutet darauf hin, dass es sich um einen Weinberg aus der Römerzeit handelt. Somit wäre eine Verbindung zwischen dem Gartengrab und der Schädelstätte Golgatha hergestellt. Erinnern wir uns an die Stunden Jesu auf Golgatha. Als die Eskorte mit Jesus und den anderen Gefangenen auf Golgatha ankam, wurden die Gefangenen zunächst ans Kreuz gefesselt. Zwei leisteten Widerstand. Welch einen Unterschied bot Jesus? Wie ein Lamm ließ er sich zur Schlachtbank führen. Er tat seinen Mund nicht auf. Niemand hörte einen Laut oder ein Stöhnen von Jesus und er verzog nicht einmal sein Gesicht, obwohl große Schweißtropfen von seiner Stirn rannen. Nachdem Jesus mit seinen Händen und Füßen ans Kreuz genagelt worden war, wurde dieses aufgerichtet und in ein ausgehobenes Loch fallen gelassen. Das muss dem Gottessohn schreckliche Schmerzen bereitet haben. Obwohl er von den Soldaten grausam ans Kreuz geschlagen worden war, rief Jesus voller Mitgefühl aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er dachte nicht an seine Leiden, sondern an diejenigen, die ihn töteten. Jesu Gedanken waren bei der sündigen Welt, die Barmherzigkeit und Liebe am meisten braucht. Pilatus befahl, ein Schild oder eine Tafel am Kreuz anzubringen, die Titel, lateinisch Titulus, genannt wurde. In drei Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Latein, war der Text zu lesen, der im Griechischen durch das Neue Testament überliefert wurde. Jesus ho Nazoraios ho Basileios ton Judaion. Jesus der Nazarener, König der Juden. Obwohl sich die Priester über die Formulierung beschwerten, wurde diese nicht entfernt. Der am Kreuz angebrachte Titel
war ein Zeugnis für alle, die am Kreuzigungsort vorübergingen, wer Jesus wirklich war. Er war und ist nicht nur der König der Juden, sondern der König der ganzen Menschheit. Einige vermuten im hebräischen Wortlaut auf der Tafel am Kreuz einen weiteren Beweis für die Identifizierung des Christus als den verheißenen Messias. Denn das Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben der Wörter gebildet wurde, lautet Yeshua Hanosori Wemelech HaYehudim, Yahweh. In Johannes Kapitel 8, Vers 28 lesen wir: Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater belehrt hat, so rede ich. Mit seinem gerechten Leben und Sterben hat Christus den Satan und die Sünde überwunden. Die Evangelien schildern das Geschehen auf Golgatha. Die Priester trieben die Menge dazu, Jesus zu verhöhnen, indem sie zu ihm sagten: Rette dich selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz herab. Satan und seine Engel kämpften gegen den Sohn Gottes, um Jesus dazu zu bringen, der Versuchung nachzugeben. Aber Jesus hielt an seinem Vater und an seiner Mission fest. Einer der mit Jesus Gekreuzigten, ein Verbrecher, sah in diesen Stunden des Leidens und Sterbens in Jesus seine Hoffnung auf ewige Erlösung. Er bat Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Jesus sicherte ihm zu, dass er im Paradies sein würde. Die gleiche Verheißung gilt jedem Gläubigen, der sein Herz öffnet, seine Sünde bekennt und Jesus als seinen persönlichen Retter annimmt. Diese Verheißung wird sich am herrlichen Tag seiner Wiederkunft erfüllen. Die Soldaten warfen das Los über Jesu Gewand, die Erfüllung einer Prophezeiung. Jesus vergaß seine Mutter während seiner größten Leiden und Schmerzen nicht. Maria war ihm seit der Verurteilung im Amtssitz des Präfekten Pontius Pilatus dem Prätorium gefolgt. Sie litt darunter, nichts für ihren Sohn tun zu können. Mit dem Blick auf Maria und dem auf seinen geliebten Jünger Johannes vertraute Jesus vom Kreuz herab seine Mutter dessen Obhut an. Jesus litt schreckliche Qualen. Der Himmel selbst konnte die Leiden des Gottessohnes nicht mehr mit ansehen. Eine dichte Finsternis bedeckte die Erde. Gott ließ seinen Sohn nicht allein, obwohl seine Gegenwart vor Jesus verborgen war. Ein bisher ungekanntes Grauen überfiel alle, die auf Golgatha waren. Frauen, Kinder, starke Männer, alle fielen auf die Knie und flehten um Gnade. Selbst die Priester dachten, dass der Zeitpunkt der Abrechnung gekommen sei, die Strafe Gottes. Einige versuchten fluchtartig in die Stadt zurückzugelangen, die in Dunkelheit getaucht war. Jesus rief aus: Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Priester spotteten und sagten: Dieser Mann ruft nach Elias. Jesus trug schweigend die ganze Schuld und Sündenlast der Menschheit. Nicht nur seine Seele war überwältigt, er litt auch körperlich und rief: Mich dürstet. Die Soldaten tränkten einen Schwamm mit Essig und gaben ihn Jesus. Aber der Herr lehnte ihn ab. Er konnte nicht zulassen, dass sein Geist von dem Essig beeinflusst und beeinträchtigt würde. Dieser Jesus, der so viel Gutes getan hatte, der den Kranken Gesundheit brachte, hing nun am Kreuz. Durch seine Hände und Füße waren Nägel geschlagen worden, auf seinem Haupt stach eine Dornenkrone in die Haut. Nach und nach lichtete sich die Finsternis, bis Jesus schließlich mit klarer Stimme gleich einer Trompete ausrief: Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein Licht leuchtete auf das Kreuz und das Gesicht Jesu strahlte wie das Sonnenlicht. Er beugte sein Gesicht über seine Brust und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang des Tempels in der Mitte in zwei, der das Heilige und das Allerheiligste voneinander getrennt hatte. Damit wurde die klare Botschaft verkündet, dass das ganze rituelle, symbolhafte Opfersystem beendet worden war. Das Lamm Gottes war gestorben, derjenige, der die Sünde der Welt wegnimmt. Die Menge war wie gelähmt und atemlos blickten die Menschen auf den Erlöser. Wieder bedeckte dichte Finsternis die Erde und man hörte ein lautes Geräusch wie von einem Donner.
gefolgt von einem starken Erdbeben, das alle zu Boden fallen ließ. Dann folgte das wildeste Getümmel, Gräber öffneten sich, Felsen stürzten vom Berg herab und alle lagen am Boden, Arme, Reiche, Soldaten, Priester, Männer, Frauen und Kinder. In den letzten Momenten des Kreuzestodes Jesu spielten sich Szenen des Gerichts ab. Schweigend kehrte jeder in sein Heim zurück und dachte über alles nach, was geschehen war. Viele von ihnen mit einer ganz besonderen Erfahrung, ihr Leben hatte sich verändert. Andere mit einem Gefühl der Schuld. Aber es war zu spät. Den Soldaten wurde befohlen, den beiden Verurteilten neben Jesus die Knochen zu brechen, damit sie schneller sterben konnten. Denn der Tag der Ruhe, der Sabbat, rückte näher. Als sie aber sahen, dass Jesus bereits tot war, stieß ein Soldat mit seiner Lanze in die Seite Jesu, sodass Blut und Wasser austraten. Die Jünger waren tief traurig und sehr enttäuscht. Sie hatten ihren Meister verloren und die Hoffnung, dass er ein irdisches Reich errichten würde. Trotzdem wollten sie ihm ein ehrenvolles, würdiges Begräbnis bereiten. Aber sie wussten nicht wie. In diesem Moment kamen ihnen Josef von Arimathäa und Nikodemus zu Hilfe. Josef, der Pilatus kannte, bat um den Leichnam Jesu, was ihm auch gewährt wurde. Nikodemus brachte eine große Menge aromatischer Gewürze, Myrrhe und Aloe, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren. Die Jünger waren sehr erstaunt. Während des Lebens des Messias hatten diese beiden Männer ihre Entscheidung für Christus geheim gehalten. Aber in diesem Augenblick gaben sie sich offen, als seine Anhänger zu erkennen. Josef bot sein neues Grab an und Nikodemus gab alles Notwendige für die Einbalsamierung. Der Leichnam Jesu wurde in ein Leinentuch gewickelt und zusammen mit den wohlriechenden Gewürzsalben in die neue Grabstätte des Josef von Arimathäa gelegt. Frauen aus Galiläa kamen, um zu helfen, aber schließlich sahen sie, wie der Stein sich drehte und das Grab verschloss. Die Priester sorgten dafür, dass die römische Garde das Grab bewachte, aus Angst, der Leichnam könnte gestohlen werden oder dass etwas passieren würde, was ein weiterer Grund wäre, die Aufmerksamkeit der Menschen auf seine Lehren zu lenken. In der Nacht des Freitags war alles ruhig in der Gruft. Der Heiland ruhte in der kalten Grabhöhle. Er ruhte am Sabbat genauso, wie er es gemeinsam mit seinen Jüngern getan hatte, als er noch lebte. Die Engel reihten sich um das Grab und sorgten sich um den Erlöser. Sehr früh am Morgen des ersten Tages der Woche kamen Frauen mit wohlriechenden Ölen zum Grab. Plötzlich erschütterte ein großes Erdbeben die Erde und ein mächtiger Engel stieg vom Himmel herab. Die Wachen, die die Gruft bewacht hatten, sahen sein Licht. Sie fielen ohnmächtig zu Boden. Die Frauen sahen, wie der Engel den Stein, der das Grab bedeckte, wegschob und hörten den Ruf: Sohn Gottes, komm heraus, dein Vater ruft dich. Sie verfolgten die Szene, wie Jesus in Majestät und Herrlichkeit aus dem Grab kam. Das Grab konnte Jesus nicht zurückhalten, auch nicht die römische Wache. Jesus war vom Tod auferstanden und ging siegreich und in Herrlichkeit hinaus. Lieber Freund, derselbe Jesus, der vor mehr als 2000 Jahren hier in der Stadt Jerusalem wandelte, lebt. Er ist in den Himmel aufgefahren und legt dort im himmlischen Heiligtum vor Gott Fürbitte für dich ein. Er ist gestorben, weil er dich liebt und um dir eine neue Chance zu geben. Wie viel Liebe hat unser Erlöser gezeigt, als er unsere Sünden trug und die schrecklichen Leiden am Kreuz ertrug. Öffne dein Herz, bekenne deine Sünden und nimm Jesus als deinen Retter, Herrn und König an. Dann wirst auch du in Ewigkeit bei Jesus in seinem herrlichen Reich sein dürfen.